So, Hallihallöchen, Hanspedia, hier willkommen zurück zu Let's Play Risen 2. Was bisher geschah? Wir wurden als, wir waren ein hohes Tier bei der Inquisition, wurden rausgeschmissen, sollen uns bei, also wurden rausgeschmissen, das ist natürlich nur Tarnung. Wir sollen uns bei den Piraten einschleichen, um eine Waffe gegen Mara zu finden. Und wir sind auch jetzt diesem Largo nochmal begegnet. Und nochmal eine Schädelblüte. Und die wollen, dass wir... Wir sollten vielleicht Patty abholen. Oder muss die ja noch ein bisschen arbeiten. Das wäre ein bisschen blöd. Und... Scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren. Nochmal eine Schädelblüte. Hey, da ist er ja. Und die wollen... Habe ich gerade die wollen gesagt? Es ist alles die Fuegos Schuld. Er hat mir befohlen, die Wachen zu halbieren. Ich habe ihm davon abgeraten, aber... Also wir wollen auf jeden Fall jetzt Patty... Klotz nicht. Mach lieber, dass du fertig wirst, damit wir weiter können. Okay. Osorio, wegen der Arbeit. Wegen der Arbeit. Wie lange muss die denn noch schaffen? Wenn man eine Küchenhilfe hat, läuft die Arbeit wie von selbst. Hattest du nicht was abzuliefern? Ist schon so gut wie erledigt. Ah, wir müssen Grog abliefern. Steh hier nicht rum. Die Wachen sind durstig. Da können wir doch bestimmt auf der Quest-Ding... Wo haben wir es denn da? Auf der Karte markieren. Genau, wohin müssen wir da? Die sind alle hier. Okay. Müssen wir jetzt jede Wache einzeln suchen? Ich erinnere mich gar nicht mehr dran. Es ist alles die Fuegos Schuld. Er hat mir befohlen, der will keinen Grog. Nee. Schon abgeraten ab. Ihr? Nö. Du? Ich muss mir den... Es ist alles die Fuegos Schuld. Nein, er hat mir befohlen, die Wachen zu halbieren. Ich habe ihm davon abgeraten. Das ist ein bisschen laut. Moment. Ich mach mal kurz einen Ticken leiser. Also einen ganz kleinen Ticken. So. Das ist meine Meinung, Kommandant. Wer zum Teufel hat sie nach ihrer Meinung ge... Gerade nicht. Wachen? Ach so, es wird nur der Auftraggeber angezeigt. Ah. Gut, dann weiß ich, glaube, welche Wachen gemeint sind. Wer zum Teufel hat sie nach ihrer Meinung gefragt? Und zwar müssen wir da... Weggetreten! Oh, Sebastiano ist wütend. Dann müssen wir hier geradeaus laufen zur Sklavenplantage. Rechts ist zwar der Pfad, der schneller zu den Piraten führen würde, aber das ist eine so lange Tour, da will ich Patty eigentlich dabei haben. So, sind wir auf uns allein gestellt und da haben wir gleich ein Wildschwein. Kriegen wir das allein hin? 22 Proviant, 23 Proviant. Shit. Ich hab vergessen, dass man ja jetzt... Warte, peng. Dass man... die Waffe ja nicht mehr mit 1 ziehen kann, sondern muss man mit dem mittleren Mausrad machen. Bei mir ist das Problem, dass alles so... aua. Oh, lass mich doch ausweichen, Mann. Scheiß Wildschwein. Scheiß Warzenschwein. Das Mausrad ist so intensiv irgendwie, dass es 2 Klicks auf einmal macht. Soll ich mich gleich heilen? Naja, Moment. Bevor wir uns heilen, machen wir mal kurz... Nacht- und Nebelaktion. Wir liegen und schlafen. Beklauen die Leute in der Baracke, falls es geht. Weil das Schleichen-Bug. Gleich der zweite Bug, den man hier im Spiel entdeckt. Wird es schon ein bisschen hässlich. So dass wir mit Schleichen nicht mehr. Hier. Ihr seht, wir schleichen gegen die Tür. Was soll denn der Scheiß? So, schlafen wir erstmal. Ich bin so dämlich, ich habe schon eine Routine drin. Bis Mitternacht. So, da sollten die Wachen schlafen. Im Normalfall. Und die wilden Raubtiere kommen nachts raus. Nee, tun sie natürlich nicht. Schlafen schon alle? Hier sieht es ziemlich leer. Nö, die chillen da hinten. Okay. Hoffentlich sehen die uns nicht. Ich speichere mal zur Sicherheit, weil ich weiß nicht, wie... wo ist denn unsere 1 da? Ich weiß nicht. Ja, guck, da passt es schon wieder nicht. Und das war verkackt. Oh, ich bin draußen. Ja, ich bin draußen. Geh dich schlafen legen. So, guck, das ist so eine blöde Wand. Oh Gott. Oh, ist das mit dem Schleichen scheiße. Oh, das tut weh. Die Barackenwache, die sollte man nicht ansprechen. Hier sind Largos Stiefel und die Truhe können wir nicht öffnen. Okay. Ja, bin schon weg. Hau schon ab. Hallo, Rockfor.
Aber jetzt blöd, hat er uns erwischt. Komisch, ich nehme gar nicht mehr einen zarten 60 FPS aus, sondern einen 53. Auch wenn ich stehen bleibe? Was zur Hölle? Warum spreche ich mit dir? Ich will mit Lago sprechen. Okay, der will seine Schuhe noch gar nicht. Gut, kriegt er sie nicht. Ist mir egal. Warum will denn die Aufnahme nicht mehr in zarten 60 FPS, sondern in 55 laufen? Ich hoffe, über 50 sollte immer noch akzeptabel sein. Und ab und zu 60. Ich habe schon die Dings ein bisschen runtergeschraubt. Moment. Grafik, machen wir mal die auf die Filterung auf 8. Vielleicht klappt es dann besser. Da, ja. Waffe gezogen, gleich wieder eingesteckt. So, hast du mir anders überlegt. Truthähnchen. Ah ja, die Sklaven müssen natürlich auch schlafen. In deren Barack haben wir gerade geschlafen. Oh, no palabra. Waffe. Gerade nicht. Oh, ich wollte mich nur unterhalten. Nee, bringt auch nichts. Immer noch 50 FPS. Komisch. Ohno Palaver. Ohno Palaver. Oh, ui, ui. Ohno Palaver. Gibt's hier irgendwas im Feld versteckt? So ein bisschen Proviant? Dass wir immer auszusehen wegfuttern? Kann sein. Moment, können wir die Stiefel ausrüsten? Bestimmt. Jawohl, die geben uns immer einen klingenfest 5er Wert. Und da gibt nur eine Gaganuss. Im anderen Feld liegt hier auch was versteckt. Müssen wir 10 Kornpflanzen sammeln? Makibeere. Oh, die sieht man nachts echt schlecht. Nochmal eine? Ich verlasse mich einfach darauf, dass der Text erscheint, dass wir es aufheben können. Und noch ein Kistchen. Hui, Gold. 5. Wow. Wow. Krass. Da hinten steht eine Wache. Hallo, Tompkins. Siehst du das da hinten? Das ist ein kapitales Warzenschwein. Kapitalismus? Wenn du in der Wildnis unterwegs bist, sind sie die optimale Nahrungsquelle. Vorausgesetzt, du weißt, wie man sie am besten zur Strecke bringt. Was ist die beste Methode, um Warzenschweine zu jagen? Zuerst musst du sie wütend machen. Oh, super, das ist der einfache Teil. Sie werden wütend, wenn der Wind weht. Wenn sie angestürmt kommen, weichst du aus. Im Ernst, renn! Ich hab's vorhin probiert, ja, es klappt nicht so gut. Wenn sie an dir vorbeigestürmt sind, kannst du versuchen, sie anzugreifen. Noch besser geht's natürlich mit einer Flinte. Warum jagen wir nicht gemeinsam? Wo bekomme ich ein Gewehr? Wo bekomme ich ein Gewehr? Tja, ich hab noch ein paar alte Waffen übrig. Die sind besser als nichts. Die richtig guten Waffen gibt die Inquisition nur ihren Protektoren. Und um mit so einer Muskete gut umgehen zu können, brauchst du einen Büchsenmacher, der dir das beibringt. Na toll. Zeig mir mal deine Waffen. Flinte, 750 Gold. Okay, vergiss es. Die Enterpistole, die ist sogar schwächer als unsere Pistole. Klasse. Dolch. Nee. Was weißt du über diesen Wald? Was weißt du über diesen Wald? Wenn du den Wald erkunden willst, bleib um Himmels Willen im Tal. Geh bloß nicht zu weit in die Berge. Da oben treibt sich ein Jaguar rum. Dahinter kommt noch eine Höhle. Wenn du mit deinem Leben fertig bist, ist das der Ort, an den du gehen solltest. Alles klar. Die Höhle hört sich spannend an. Die Höhle hört sich spannend an. Jaguar, pack ich locker. Spannend? Ja, du hast recht. Es wird sehr spannend. Nur nicht lange. Ach, was sag ich? Du kommst noch nicht mal da an, weil dich vorher der Jaguar auffrisst. Der hat ein ganz schön großes Maul. Ein Jaguar schaffe ich locker. Ohne Gewehr? Lächerlich. Wo finde ich einen Büchsenmacher? Wo finde ich einen Büchsenmacher? Hier in Puerto Sacarico gibt es keinen. Wir bekommen unsere Waffen aus Caldera. Aber vielleicht findest du einen bei den Piraten im Osten. Allerdings weiß ich nicht genau, wie du da hinkommst. Schön, dass hier die Inquisition vorschlägt, dass wir zu den Piraten gehen sollen. Warum jagen wir nicht gemeinsam? Mache ich gleich. Ich will erst noch hier ins Hüttchen. Und da hinten hat es auch noch Sachen? Es hat kleine Äffchen. Oh ja! Wir können Äffchen töten. Tolles Spiel.
Und eine Makibeere. Oh, und hier ist die. Ist das die Höhle von der? Nee, oder? Speicher mal. Nicht, dass hier noch zu starke Gegner drin sind, aber es sieht mir eher aus wie Termiten. Ah, warte, so weiche ich aus. Ich will Leertaste drücken, aber damit. Springt mal, ja. Damit. Warte, wir können mit Leertaste gar nicht mehr. Okay, schlagen wir einfach drauf. Passt auch. So. Können wir springen? Schaut, wie ich springen kann. Oh Mann. Die können wir gar nicht auslooten. Hat's da noch eine? Nee, das war's. Eine. Okay. Egal, dafür kriegen wir noch ein bisschen Schrot. Schrott. Für eine andere Fernkampfwaffe. Für die Schrotflinte, wie der Schrotname schon sagt. Ja. Ist hier noch irgendwas rum? Irgendwas zum Aufheben? Nein? Oh. Macht mich traurig. So, wer ist denn dieser nette Zeitgenosse? Willst du ein bisschen Grog? Freu dich, es gibt Grog. Freu dich, es gibt Grog. Hat der dicke Faulpelz wieder einen Laufburschen gefunden? Solange ja, er gut dafür bezahlt. Gib schon her. Hör mal, wo du gerade da bist, kannst du doch Tompkins Bescheid sagen. Er ist direkt hinter der Hütte im Wald und jagt Warzenschweine. Sag ihm, es gibt Grog. Alles klar. Kein das kannst Problem. Du mal schön selber machen, danke. Du Arsch. Ich kann hier nämlich nicht weg. Muss auf das Lager aufpassen. Alles klar. Was ist in der Hütte? Da drin lagern wir das Zuckerrohr, das die Arbeiter ernten. Naja, was noch davon übrig ist. Ist nämlich eine Menge weggekommen. Schätze, das waren die Piraten. Hä? Sonst lagert ihr nichts? Sonst lagert ihr nichts hier? Ich schaue jetzt gleich rein. Nur ein bisschen Ausrüstung. Fackeln, Werkzeuge und so. Verkaufst du mir was von der Ausrüstung? Warum nicht? Muss aber unter uns bleiben. Stimmt, wir wollten noch irgendwie 1000 Gold zusammenkriegen. Knochensäge. Oh, die brauchen wir. Weil damit können wir Gegner besser aus- oder mehr ausluten. Garganus, Chance auf K.O. Eine Fackel können wir auf jeden Fall kaufen. Die verwende ich ja eh nicht. Wir lassen mal alles. Wozu sollten die Piraten Zuckerrohr stehlen? Na wozu wohl? Zum Rumbrennen natürlich. Nachdem wir hier die Kolonie aufgebaut hatten, haben sie sich im Osten niedergelassen. Schätze, sie haben sich gedacht, oh, da gibt es Zuckerrohrfelder, wie praktisch. Da können wir uns ja bedienen. Aber ich werde aufpassen. Hier klaut keiner mehr was. Ja. Alles klar. Gilt. Hast du so gesagt. Ach Mann, die ist verschlossen. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Schau mal die Fackel. Hi. Mach das nicht nochmal. Ich war da gar nicht drin. Täusch dich. Der Apfel war schon weg. Jill hat Rum für dich. Jill, ja doch. Das kann noch einen Moment warten. Hat Osorio dich geschickt? Genau. Wenn du zurückgehst, bring ihm dieses Stück Fleisch von mir. Das machen wir immer so. Er schickt uns rum, wir schicken ihm Fleisch. Okay. Warum jagen wir nicht gemeinsam? Ich habe schon genug Fleisch für heute. Aber wenn du willst, helfe ich dir. Wir können von vornherein gemeinsam loslegen. Oder du probierst es zuerst alleine und ich helfe mit, wenn du nicht klarkommst. Ach, nö, du, ich mach mal gleich zusammen. Lass es uns zusammen machen. Gut. Dann zeigst du mir, wie man den Köder spielt. Schließt dich mit dem Typen an. Auf dich habe ich nur gewartet. Sofort in den Kampfmodus gehen. Ja, schieß mal das Vieh weg. Alter, der heißt ja wirklich Kapitaler Brock. Tompkins! Wie ich dem noch zweimal zusätzlich geschlagen habe, es tut mir leid, Tompkins. Das Vieh ist erledigt. Jetzt musst du nur noch das Fleisch am Feuer braten und du hast eine ordentliche Ration Proviant. Ich gehe mal wieder zurück auf meinen Posten. Das war. Wäre fast hässlich ausgegangen. Fast hat man verärgert. Okay, nehmen wir die Schädelblüte noch mit. Hätten wir so viel Heldenkronen im ersten Teil gefunden, Mann. Ja, und irgendwo ist noch ein Jaguar. Oder auch nicht. Goldklee. Da oben ist nochmal ein Wildschwein. Nee. Ich würde sagen, ich begebe mich wieder auf den Weg zu Patty.
Wir sehen uns im nächsten Part dann bei ihr. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.